Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Real-Life-Deck-Check hier auf dem Kanal. Und ich habe hier schon was für euch vorbereitet. Und zwar habe ich eine kleine Videoreihe mit einem Kollegen zusammen geplant. Und zwar geht es um Modern Real-Life-Gameplays. Und vorweg gibt es immer einen Deck-Check zu jedem Deck, was wir spielen werden. Dann kennt ihr schon ein bisschen die Karten, wisst, was die Decks können und was sie eigentlich machen sollen. Und dann seht ihr das tatsächliche Spiel im Best of 3, dann am Anschluss an die beiden Deckchecks. Und wie der Videotitel ja schon vermuten lässt, ist das hier UW Tron, was ich aufgebaut habe. Das ist das Deck, was ich im ersten Spiel oder im ersten Video spielen werde. Tron, für die Leute, die es noch nicht kennen, basiert halt auf den Urzahlländern. Die gibt es auch schon ewig lange. Besteht aus drei Teilen, also dem Turm, der Powerplant, dem Kraftwerk und der Mine. Und die machen halt, wenn sie alleine auf dem Feld liegen oder beziehungsweise nur zwei der drei verschiedenen auf dem Feld liegen, immer ein farbloses Mana. Aber sobald man halt den Tron zusammen hat, so der Magic-Spieler, dann produzieren sie halt wesentlich mehr Mana. Habe ich jetzt mindestens eine Mine, ein Powerplant und einen Turm auf dem Feld, macht die Mine zwei farbloses Mana, das Powerplant auch zwei und der Turm macht sogar drei Mana. Also dieses Deck versucht, den Tron zusammenzukriegen und mit dem möglichst vielen farblosen Mana halt möglichst gute Sachen zu machen. Es gibt auch zwei Versionen im Moment im Modern vom Tron-Deck. Halt dieses, was ich vorstelle, das UW-Tron-Deck ist ein bisschen ja eher die Control-Version. Und dann gibt es noch die rot-grüne Tron-Variante. Die spielt eher um Planeswalker und wirklich schnell Kreaturen. Also Khan ist da der Planeswalker. Und wie gesagt, hier seht ihr jetzt die Control-Version. Also wir haben die 12 Tron-Länder auf jeden Fall. Und da das Deck halt nicht so viel mit dem farblosen Mana macht, haben wir noch verschiedene Artefakte, die wir halt auf jeden Fall dann casten können. Zum einen, um den Tron zu finden, haben wir die Expeditionskarte, die ist zweimal drin, einmal ein Mana zum Ausspielen. Für zwei Mana können wir sie opfern, um unsere Bibliothek nach einem beliebigen Land zu durchsuchen, um es auf die Hand zu nehmen. Damit sucht man sich halt die fehlenden Tronteile. Und dann der Talisman der Dominanz, ist ein bisschen Colorfix, macht blau oder schwarzes Mana für einen Schadenspunkt. Das schwarze Mana ist halt an einer Stelle wichtig, das seht ihr dann später. Und viermal das Azorius Signet, das verwandelt halt Colorless Mana in Weiß und Blau, also filtert auch so ein bisschen. Das ist viermal halt im Deck. So, dann noch die Sachen, die jetzt nicht so speziell sind. Wir haben ein paar Counter. In meiner Version im Hauptdeck sind nur zwei Remands, manche verstecken sich noch im Sideboard. Für zwei Mana countert das halt ein Spell, aber der Spell geht halt nicht in den Friedhof, sondern zurück auf die Hand des Besitzers. Dafür darf man aber eine Karte nachziehen, was halt auch auf jeden Fall ganz gut ist, so ein Tempo-Counter eher. Und Condescent für ein Mana und X countert ein Spell, es sei denn, der Besitzer bezahlt X Mana mehr und dann dürfen wir noch Hellsicht 2 machen. Ist im Early Game halt eigentlich ganz gut, Hellsicht ist sowieso immer gut und im Late Game mit Tron zusammen ist es halt immer ein Hard-Counter, aber das Deck versucht halt nicht so klassisch halt nur zu countern, also sind halt auch im Moment nur drei Counter im Hauptdeck. Je nach Matchup verändert sich das dann halt ein bisschen beim Sideboard, was ich euch am Ende auch noch zeige. Dann haben wir dreimal Pass to Exile. Das Deck ist halt nicht ganz so stark gegen Kreaturen, deswegen versucht man ein frühes Removal zu haben, gerade gegen Persist-Kreaturen zum Beispiel, denn Pass to Exile exile Kreaturen sofort. Der Nebeneffekt ist halt, dass der Besitzer der Kreatur sich ein Standardland raussuchen darf und es getappt ins Spiel bringen kann. Das ist uns aber egal, wenn wir halt eine gefährliche Kreatur damit aus dem Spiel kriegen. Das ist erstmal die Hauptsache und Pass ist da halt das beste Removal, was wir haben im Modern. Dann ein bisschen Card Draw. Wir spielen schließlich blau. Da haben wir hier Streben nach Wissen im UW-Tron-Deck. Ist auch viermal drin. Spontanzauber für drei Mana. Wir ziehen drei Karten. Wir werfen dann zwei Karten oder eine Artefaktkarte aus unserer Hand ab. Überflüssige Signets oder sowas kann man halt abwerfen. Oder einfach zwei Karten abwerfen, die man nicht braucht. Ein Card Draw ist halt immer gut. Das habt ihr bestimmt bei mir jetzt auch schon gelernt. Kartenqualität und Kartenvorteil besonders will der Magic-Spieler immer haben. Dann fangen wir mit einfachen Finishern an. Wie gesagt, wir haben halt immer letztendlich doch viel farbloses Mana. Was machen wir damit? Jetzt hier auf die chinesische Version, also erkläre ich es nochmal. Das ist ein Better Skull, ist eine Artefaktausrüstung für 5 farblose Mana. Wenn sie ins Spiel kommt, sie ist eine Living Weapon, bringt 0-0er schwarzen Germ Token mit ins Spiel und der Germ wird sofort damit ausgerüstet, kriegt dadurch +4/+4, Wachsamkeit und Wachsamkeit, wird also beim, was habe ich Wachsamkeit und Wachsamkeit gesagt, Lifelink und Wachsamkeit, Entschuldigung, für 5 Mana können wir ihn equippen und für 3 Mana können wir den Better Skull an sich zurück auf die Hand nehmen. Das ist in dem Deck natürlich besonders gut, weil wir keine Kreaturen haben, die wir in der Regel ausrüsten können. Deswegen können wir Better Skull immer wieder auf die Hand nehmen, ausspielen und dadurch einen neuen Germ kriegen. Ist zweimal drin, ist halt wirklich gut gegen kreaturenlastige Decks. Lifelink kauft uns halt Zeit, kann aber auch den Gegner tothauen. Und dann haben wir noch das Spaghetti-Monster im Rakul, die zerfetzten Zeitalter. Ist halt wirklich fürs Late Game 15 Mana, 15, 15 und kann eigentlich alles, kann nicht gecountert werden. Wenn wir ihn casten, kriegen wir einen Extrazug, er fliegt. Hat Schutz vor farbigen Zaubersprüchen, Vernichter 6. Das heißt, wenn er angreift,
muss der verteidigende Spieler 6 bleibende Karten opfern. Und wenn er irgendwie in den Friedhof gelegt wird, dann wird der ganze Friedhof inklusive Emrakul zurück in die Bibliothek gemischt. Das ist eigentlich ganz nett mit folgender Karte zusammen. Gifts Ungiven, die ungegebenen Geschenke. Spontanzauber in Blau. Durchsucht die Bibliothek nach bis zu 4 Karten mit verschiedenen Namen. Die zeigt man dann vor. Ein Gegner wählt davon 2 Karten aus. Diese zwei gehen in den Friedhof, die anderen 2 kriegen wir auf die Hand. Danach wird die Bibliothek gemischt und da gibt es halt nette Sachen mit auf jeden Fall. Und ihr seht, ich spiele auch die alte Kamigawa-Version, die hat auch noch das andere Wording. Da steht nämlich drauf, man muss sich 4 Karten raussuchen. Die Karte funktioniert aber mittlerweile ein bisschen anders, weil ich habe jetzt auch eben gesagt, bis zu 4 Karten. Es gibt einen kleinen Trick dabei. Der erste ist, man sucht sich nur 2 Karten raus und der Gegner muss halt 2 Karten aussuchen, die in den Friedhof gehen. Dann nehmen wir zum ersten Unbury Rites für 5 Mana nächster Reihe. Belebt eine Kreatur aus dem Friedhof wieder, also aus unserem Friedhof, mit Flashback für 4 Mana, auch weiß. Ja, nimmt man Gifts Ungiven, nimmt sich entweder Iona oder Elesh Norn. Iona ist erstmal ein 7-7er fliegender Engel. Wenn sie ins Spiel kommt, bestimmen wir eine Farbe. Der Gegner kann keine Zaubersprüche dieser Farbe spielen. Elesh Norn ist 4-7 Wachsamkeit. Alle unsere Kreaturen kriegen +2/+2, die gegnerischen -2/-2. Und ja, mit Gift sucht man sich eine der Kreaturen raus. Dazu Unbury Rites. Der Gegner muss diese beiden Kreaturen oder diese beiden Karten aussuchen, sie gehen in den Friedhof. Und dann flashbacken wir die Unbury Rites, um halt im optimalen Fall Turn 4 eine der Kreaturen halt wiederzubeleben, gegen Agroalt, Elesh, gegen irgendwelche Control-Decks, Iona. Das ist halt super gut. Man kann natürlich auch eben 4 verschiedene Karten raussuchen. Da oben habe ich hier so ein kleines Gifts-Package. Man kann zum Beispiel das Vras-Paket nehmen, also Vras-Effekte, die halt alle Kreaturen im Spiel zerstören. Da haben wir den obersten Richtspruch, der sollte den Standardspielern eigentlich schon bekannt sein. Zerstört alle Kreaturen, kann nicht neutralisiert werden. Der Klassiker schlechthin, wo auch der Name Vras-Effekt herkommt, Wrath of God, für 4 Mana. Das ist noch die alte Version, alle Kreaturen im Spiel werden begraben. Heißt, zerstöre alle Kreaturen, sie können nicht regeneriert werden. Und das ist ein Day of Judgment, die schlechteste Version des Wrath, zerstört nur alle Kreaturen. Und es müssen halt 3 verschiedene sein, weil Gifts Ungiven halt das voraussetzt, dass man verschiedene Targets nimmt. Und wenn man halt wirklich das Board leer machen will, spielt man Gifts, sucht sich die 3 Wrath-Effekte raus plus irgendeine andere Karte. Und der Gegner kann halt höchstens 2 Karten davon in den Friedhof legen, so kriegen wir auf jeden Fall einen Wrath-Effekt auf die Hand. Ebenfalls gegen Agro, Timely Reinforcements. Für 3 Mana haben wir weniger Leben als ein Gegner, kriegen wir 6 Leben. Haben wir weniger Kreaturen als ein Gegner, gibt es noch 3 1/1er Soldier Tokens. Super. Dann haben wir 2 Detention Sphere Effekte. Detention Sphere sollte auch bekannt sein. Schickt ein Permanent ins Exil, all die denselben Namen haben. Vergessener Ratsring macht dasselbe, nur mit einem Permanent. Und das Permanent geht halt zurück an den Besitzer, wenn eins dieser Verzauberungen das Spiel verlässt. Und dann ist Sphinx Revelation 3 Mana und X. Wir kriegen x Leben, ziehen x Karten, ist mit einem Tron, also mit dem kompletten Tron, halt super stark und ist halt auch eins der Gifts-Targets, was man halt sehr gerne in dem Deck machen kann. Ist halt zum Beispiel einfach sich wirklich gute Karten raussuchen, wenn man ein bisschen das Board stabilisiert hat mit den Wrath-Effekten, kann man halt so Sachen nehmen wie Emrakul, eine zweite Gifts, Sphinx Revelation und irgendein Removal und der Gegner wird einem halt irgendwann nie den Emrakul geben, sondern man kriegt halt immer die ganzen Value-Karten. Weil den Emrakul will man halt dem Gegner nie geben. So mischt man halt den ganzen Friedhof wieder rein, verliert effektiv keine Karten und ist halt ein sehr lustiges Deck, was halt so ein bisschen das klassische Tron-Deck spielt. Viel Mana, große Kreaturen, aber auch eine sehr nette Toolbox um Gifts Ungiven. Die Unbury Rites, Reanimation-Combo oder Synergie nenne ich es jetzt mal. Das ist ein sehr vielseitiges Deck, was halt sehr viel kann. Und das ist das Hauptdeck. Mana-Base ist sehr simpel. Die 12 Tron-Länder habt ihr gesehen. 3 Basics, ein paar Shock-Duals, dann noch Seachrome Coast. Also ist auch sehr einfach, dann alternative Finishers, noch Celestial Colonnade, ist halt ein Manland, in den UW-Farben, passt halt super für 5 Mana, wird zum 4-4er fliegenden Vigilance. Kreaturenland, kann halt den Gegner auch mal hauen, also auf jeden Fall ganz nett und Manlands sind ja wie bekanntlich besonders gut mit Wrath-Effekten, Sport ist leer, die Länder bleiben liegen, dann beleben wir sie wieder oder animieren sie und hauen damit den Gegner. Das wäre jetzt erstmal der Überblick über das Hauptdeck, ich zeige euch noch kurz das Sideboard und dann machen wir hier kurz einen Schnitt. So, jetzt haben wir hier das Sideboard, also 15 Karten, um das Deck an gewisse Matchups anzupassen. Als erstes habe ich jetzt recht neu drin, Damping Matrix, habe ich früher, vor langer Zeit sehr gerne gespielt. Für 3 Mana ein Artefakt, die aktivierten Fähigkeiten von Artefakten und Kreaturen können nicht mehr benutzt werden, es sei denn, es sind Mana Abilities, hat halt mehrere gute Matchups, wo ich die reinboarde. Zum einen ist halt Kikipot, das ist das Deck, gegen das ich halt auch spielen werde in diesem ersten Versus Video, weil es halt sowas wie Kiki Jiki halt
aus dem Spiel nimmt, also einen Teil der Combo wegnimmt und natürlich gegen Pot-Decks Bursting Pot rausnimmt, einen der Schlüsselkarten. Also wenn ihr mit einer Sideboard-Karte eine Karte aus dem Spiel nimmt, die den Namen des Decks beschreibt, ist es meistens eine ziemlich gute Karte gegen das Deck. Also wenn man bei Pot den Pot wegnimmt, ist das schon mal nicht schlecht. Da ist Damping Matrix halt sehr gut, auch gegen Splinter Twin klappt es halt ganz gut. Also immer eine gute Karte. Ghostly Prison hat auch mehrere gute Matchups, also einfach die Kiki Jiki, Splinter Twin Combo-Decks sind halt gut, weil sie sich unendlich oder beliebig viele Kreaturen-Tokens machen zum Angreifen. Es ist halt sehr gut. Verzauberung für 3 Mana. Kreaturen können nicht mehr angreifen, es sei denn, ihr Besitzer bezahlt 2 Mana für jede Kreatur. Ist halt super und ist halt auch gegen Aggro einfach gut, weil sie können ihr Board nicht weiter aufbauen, denn sie müssen entweder angreifen und Mana dafür bezahlen oder können ihr Board aufbauen. Was halt ganz gut ist, es kauft Zeit und wir können halt einen Wrath-Effekt nutzen. Das ist halt immer gut. Und dann das Torpower-Up, die Kugel der Erstarrtheit, ist halt auch extrem gut gegen jede Form von Pot-Decks, denn Kreaturen, die ins Spiel kommen, lösen keine Fähigkeit mehr aus. Ist immer gut. Auch super gegen Splinter Twin, weil man halt nicht mehr enttappen kann. Dann der Käfig des Totengräbers, auch eine Pot-Karte. Und Pot ist im Moment halt allgegenwärtig im Modern, deswegen ist es nicht verkehrt, ein paar Pot-Karten zu haben im Sideboard. Kreaturenkarten können nicht aus Friedhöfen oder Bibliotheken ins Spiel kommen. Oder Spieler können keine Karten wirken, die in Friedhöfen oder Bibliotheken sind. Ist halt immer gut. Disenchant zerstört Artefakt oder eine Verzauberung. Trifft halt irgendwie immer alles. Dann ein kleines Counterpaket, was halt, also ein riesiges Counterpaket. Also es sind auch natürlich alles One-Offs. Ist auch besonders gut, wenn man viel Mana hat. Man will unbedingt was countern und hat eine Gifts and Given auf der Hand. Dann will man halt 4 verschiedene Counter raussuchen, die auf jeden Fall countern. Und das ist halt in manchen Matchups ganz gut. Negate, nicht Kreaturen, Spell countern. Pact of Negation countert halt alles mit 5 Mana im Abgib zusätzlich zahlen. Das ist halt bei Tron relativ egal. Dispel gegen Instance. The Mindbreak Trap ist halt gegen Storm zum Beispiel super gut. Exiled jede oder any number of target spells. Also exiled alles. Kann aber auch für 0 Mana gecastet werden, wenn ein Gegner in diesem Zug 3 oder mehr Spells gecastet hat. Also ist halt gegen Storm Combo Deck super. Dann noch 2 Remands, die halt im Hauptdeck nicht drin sind. Celestial Purge kostet 2 Mana, ist ein Instant. Exiled ein schwarzes oder rotes Permanent. Ist halt immer gut gegen, ja, gegen alles, was rot spielt, kann man es eigentlich spielen. Gegen schwarz, sei es nur ein Phyrexian Obliterator, man kann halt immer irgendwas nehmen. Kikis, Planeswalker, eine Liliana, irgendwas, trifft halt auch immer was. Und Spellskite ist halt auch immer gut, wenn man irgendwas beschützen will oder wenn man gegnerische Kombos disrupten will. Also sei es Burn auf sich ziehen, klappt halt gut, besonders weil die Hauptfarbe des Decks blau ist, kann man halt tatsächlich auch oft blaues Mana bezahlen, um die Fähigkeit des Spellskites zu aktivieren. Nochmal vorweg, 2 Mana, 0,4 für 2 Leben, für Phyrexianisch oder ein blaues Mana, kann man das Ziel eines Zaubers auf das Spellskite umlenken. Und ja, es frisst halt Burn, was halt super gut ist gegen wirklich schnelle Decks. Man kann, wenn der Gegner Splinter Twin spielt, das Splinter Twin auf das Spellskite umlenken. Also das Spellskite gibt es auch viele Möglichkeiten, wo man es spielen kann. Es ist halt einfach eine echt gute Kreatur. Wird nicht umsonst gerade zu recht viel Geld gehandelt. Ja, das war das Sideboard. Jetzt habt ihr das UW Tron Deck im Überblick gesehen. Und das ist das Deck, was ich im ersten Modern Gameplay spielen werde. Ich hoffe, ihr habt das Deck schon mal ein bisschen kennengelernt. Hattet Bock, das auch mal so zu sehen. Und ja, wie immer wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Ciao.